Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. Goat Simulator. Tag ihr Nasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Goat Simulator, der Ziegensimulator. Ihr seht, ich bin ja gerade noch bei Flappy Goat. Ich versuche das jetzt nochmal. Aber ich kann das nicht richtig, ne? Da komme ich nicht weit. Aber ich probiere es nochmal aus. Da muss man immer R drücken, damit er wieder so hochpumpt. Wenn ich wenigstens mal... Oh, da oben, guck mal, da guckt eine Ziege rein. Wenn ich es mal durch ein Hindernis schaffen würde, das wäre... Oh, das wäre wenigstens mal was, komm. Let's fail. Scheiße. Gar nicht... Oh, gar nichts kann ich. Ist das blamabel. Ist das blamabel. Deswegen höre ich auch gleich wieder auf, das macht keinen Spaß. Komm, bitte nur einmal. Nur einmal da durch. Das wäre... Da wäre ich doch... Das ist aber auch blöd hier. Schaut euch das mal an hier. Die zappeln da rum. Ich bin ja noch im Demons-Mode. Das heißt, immer wenn ich R drücke, saugt er irgendwas auf. Und wenn das nicht wäre, könnte ich das Spiel natürlich perfekt beherrschen. Ist doch klar. Oh, komm, ey. So, ich hab's geschafft. Bin durchs erste durch. Halt, falsche Taste, das reicht. Jetzt hör mal auf, da so rumzuzappeln. Ich muss mal raus hier. Ich habe ja auch so wenig Frames. Hier ist so viel Kleinkram. Ich muss raus, wartet mal. Da hat gerade immer eine Ziege reingeguckt. Was macht denn die da oben? Das ist so extrem beknackt, dieses Spiel. Ach so, jetzt weiß ich warum. Immer wenn ich R gedrückt habe, hat es Ziegen geregnet. Deswegen, ja, okay, ich muss weg hier. Da bricht mir die Framerate immer ein. Das ist scheiße. So. Ich weiß jetzt gerade nicht, was mache ich denn noch? Zum Kran wollte ich nochmal. Da soll noch was sein, angeblich. Ich war auch noch nicht da oben auf dem Baumhaus. Auch das würde ich gerne noch schaffen. Das Blöde ist nur, da braucht man eine Sprunghilfe. Weil ich sonst da nicht hochkomme. Das sieht gut aus. Wenn ich auf dieses Haus hochkäme, könnte ich eventuell das schaffen. Probieren wir mal. Bloß, wie komme ich jetzt auf dieses Haus? Das war wieder die andere Frage, ne? Naja, gut, vom Kran aus. Dieser Container da oben. Ich gehe jetzt nochmal da hoch. Ich glaube an dem Container. Irgendwas kann man da noch machen. Ich weiß bloß nicht, wie man den auslöst. Ich habe ja schon mal überlegt, dass man... Aua. Dass man den irgendwie vom Fahrerhaus bedienen kann. Ich wusste aber nicht genau, was ich da machen muss. Es könnte sein, dass ich auch da, wie bei Flappy Goat, einfach mal R drücken muss. Und irgendwas soll in dem Container noch sein, hat es geheißen. Habe ich irgendwo wieder in den Kommentaren gelesen. Ja, schaffen wir es heute noch. So, ist hier das Fahrerhaus? Blöde ist halt, ich habe jetzt diesen komischen Dämonenmodus an. Ich habe jetzt, glaube ich, hier irgendjemanden runtergeschmissen, oder? Nichts Genaues weiß man nicht. Hm. Ah, da hat es wieder eine Ziege geregnet. Das ist so lustig. Komme ich auf den blauen Container? Vielleicht, wenn ich da einfach drauf springe. Das habe ich bislang noch nicht so gerafft. Wartet mal, komme ich da hin? Theoretisch, wartet mal, wenn ich da runterspringe. Den haben wir schon mal gekickt hier, den Deppen. Ist ein bisschen schade wegen der Übersicht, aber jetzt habe ich es ganz gut im Griff. Scheiße! Ach! Fick die blöde Ziege, verflucht. Jetzt bin ich auch noch versunken hier in den Boden. Ach komm! Scheißendreck! Wie komme ich auf diesen blöden Container? Ah, blöde Scheiße! Jetzt muss ich nochmal hoch. Ne, wartet mal. Kann man das jetzt... wenn ich Restart mache, dann müsste doch dieser komische Dämoneneffekt weg sein. Weil das nervt jetzt gerade so ein bisschen. Wenn ich, Moment, ich gehe nochmal ins Hauptmenü zurück, weil ich möchte gerne dieses Custom-Ding nochmal anschauen. Da müsste jetzt, glaube ich, noch eine neue Ziege dabei sein, die Tall Goat. Custom-Game, genau. Genau, jetzt kann ich auch die Devil Goat immer wieder aufrufen. Und die Tall Goat habe ich auch noch nicht gesehen. Was macht die?
Can be found in the plains of Africa? Ich nehme die jetzt einfach mal. Schauen wir mal, was da jetzt passiert. Ist das eine Ziege oder ist das eine Ziege? Lalala, lalala. Let's dance, let's dance, let's dance. Ach, ist das schön. Ich habe eine scheiß Giraffe. Jetzt kann ich zwar nicht auf dieses Baumhaus darauf, aber ich kann reinschauen. Ach, ist das geil. Ja, ist ein bisschen langsam. Kann die auch rennen? Nein, kann sie nicht. Okay, dann gehen wir mal da hoch. Geht das? Oh Gott, ist die... Die ist ein bisschen sperrig und ich kann leider doch nicht da oben reingucken. Was kann die denn jetzt noch so? Die kann hier treten. Wartet mal. Springen kann sie auch. Aber sie kommt nicht da hoch. Oder? Kommt sie da hoch? Ja, ein bisschen ungelenk, ne? Wird im Sportunterricht immer als letzte gewählt. Ah, ja, ja, ja. Super. Komm, da noch hoch. Mist. Aber da oben ist was. Okay, pass auf. Das ist ein Headbutt. Oh, Verzeihung, Frau, das, junge Frau, das wollte ich nicht. Ich wollte sie eigentlich lecken. Ach, scheiße. Okay, ich muss weiter vor. So! Ist das der Brüller oder ist das jetzt hier der Brüller? Juhu! Jippadabadu! Okay, das ist schön. Ich muss bloß ein bisschen weiter rauszoomen, weil man sieht die ja kaum. Die ist ja so groß. Komm, lass mal los. Jetzt versuchen wir mal hier das Auto noch zu kriegen. Ich hab's! Oder man könnte auch sagen, das Auto hat mich. Das muss ich hier wieder rausfinden. Aua! Komm, steh auf. Ich weiß nicht, kann ich mit dieser Giraffe irgendwas Sinnvolles anfangen? Die ist so lahm. Sowas von lahm. Jetzt lecke ich mal noch den Truck. Bleib stehen, Truck! Okay, das wird nichts. Okay, dann stehen wir wieder auf. Dann würde ich sagen, dann gucken wir mal, ob wir mit der irgendwie was erreichen. Dieses scheiß Baumhaus, das wird mich noch reizen. Wartet mal, wenn wir was anderes ausprobieren. Man kann ja hier Ragdoll machen. Okay, das funktioniert auch mit der Giraffe. Deswegen werde ich jetzt mal... Wollen wir ganz, ganz blöd probieren? Wollen wir mal auf den Kran nochmal steigen? Vielleicht mit der Giraffe? Mal schauen, ob das geht. Ich habe immer noch diesen blauen Container da oben. Den ist auch noch eine Geschichte, die ich dringend erledigen möchte. Ihr könnt natürlich nach wie vor Tipps geben, was ich vielleicht noch nicht gemacht habe. Oh, ist die langsam. Mann, Mann, Mann. So, wenn die jetzt hier die Treppe hochkommen kann. Ja, Baby. Ich kann mit der Giraffe die Treppe hoch. Den Kran hoch. Oh, ist das geil. Ja, dauert nur ein bisschen. Vielleicht kann ich jetzt hier mal das Ding lecken. R? Nee, bringt nichts. Dann müssen wir da außen rum. Ja, ist klar. Ich kletter mit einer... Sag mal, also wenn ich jetzt das nicht... wenn ich nicht wüsste, dass das hier ein Spiel ist, dann würde ich sagen, ich habe hier echt einen Mörder-Drogenrausch hier. Komm, die Leiter hoch. Komm, das schaffst du. Ach, jetzt kommt die da nicht hoch, oder was? Das ist ja ein Albtraum. Warum? Da muss ich doch jetzt auch noch hochkommen. Scheiße. Warum geht denn das nicht? Du scheiß Giraffe, geh diese kackblöde kleine Leiter da noch hoch. Okay, es geht einfach nicht. Es geht nicht. Tja, jetzt komme ich wieder nicht an diesen blauen Dingsbums da. Dann versuchen wir mal das Trampolin da zu erreichen. Das hat auch nicht geklappt. Okay, scheiß Giraffe, kann gar nichts. Ach doch, die kann doch rennen, sehe ich gerade. Moment.
Ja, alles klar. Geht ein bisschen schneller. Ich wollte da nochmal was ausprobieren, und zwar die Rutsche. Die würde ich gerne mit dieser Giraffe noch ausprobieren. Aua. Aua. Die Wasserrutsche ohne Wasser. Mann, ist die lahm, ey. Die werden wir da auch gerade wieder ablegen. Ich will, oh, oh, aua! Ich will da hoch. Komm. Ich will mal diese Runde, diese Runde rutschen. Ich will die Rutsche rutschen. So habe ich gemeint. So, Achtung. Super. Achtung, jetzt. Achtung, Achtung, Achtung. Dann machen wir mal hier. Moment. So. Und ab geht's. Ja, Baby! Jump! Und zack! Und zack! Na gut, also Giraffe, okay. Kennen wir jetzt. Haben wir gesehen. Schauen wir uns noch was anderes an, würde ich sagen. Das mit dem Bombenscheißen, das hat immer noch nicht geklappt. Muss mal gucken. Was gibt's denn noch im Angebot beim Custom Play? Die Yoshi Goat, das war die mit den Bomben. Der Jetpack hatten wir schon, Blue Streak, keine Ahnung, was das bringen soll, hatten wir schon. Dann nehme ich einfach nochmal die Bomben. Dingsbums. Und dann versuchen wir das mit der scheiß Bombe nochmal. Ich weiß allerdings nicht, was ich da essen muss. Da hat mich das Spiel noch ein bisschen im Zweifel gelassen. Ob es reicht, zum Beispiel hier Blumen zu essen. Ne, das geht gar nicht, ne? Ich gehe mal nochmal zu der Party. Da ist ja was zu essen gewesen. Ach, ist das schön, die rennt so schnell. Oh, Kacke! Draufspringen reicht schon, um es zu kaputt zu machen. Ach ja, da war ja noch was anderes, was ich ausprobieren wollte. Ja, erstmal will ich hier was essen hier, komm. Essen, Essen. So, ich weiß nicht, ob das als Essen zählt oder als Trinken. Da oben war noch ein Stein, den habe ich auch noch ausprobiert, so richtig das hier mal aufzulösen, diese scheiß Party. Das werden wir jetzt noch schnell ausprobieren hier, natürlich. Klar, hatten wir noch nicht. Liebe Freunde da, ne? Und tschüss! Nicht mal richtig getroffen, ne? So. Da ist noch ein Stück Fleisch. Das werde ich jetzt nochmal essen. Vielleicht geht das nur, wenn ich das gerade an der Zunge habe. Das könnte sein. So, versuchen wir das nochmal hier, dass ich hier mal eine Bombe lege. Das war auch noch was, was ich machen wollte unbedingt. Okay, gucken wir mal. Aha! So, löst die von selber aus, oder? Kann ich ein weiteres Häkchen machen in meiner To-Do-Liste. Sehr schön. Und nach wie vor würde ich gerne auf dieses Baumhaus und auf den Kran. Es ist nicht so, dass ich noch nicht auf dem Kran war, aber ihr wisst ja, da ist dieser scheiß blaue Container noch. Warte mal, ich laufe da hinten rum. Das ist auf jeden Fall noch was, was ich machen möchte. So, da ist er. Mit der Giraffe hat es ja nicht geklappt. Was ist denn hier noch eigentlich? Ja, Reinigungsmittel habe ich jetzt gerade noch gefressen. Schön. So. Versuchen wir das nochmal. Ob ich da irgendwas machen kann. Entweder mit dem Führerhaus da. Oder dass ich direkt darunter springe. Ah, schaut euch das an, da ist was drin. Ne? Ich dachte, das wäre ein Typ gewesen, das sah aber jetzt anders aus. Komme ich noch näher ran? Nee, näher komme ich leider nicht ran. Ich will da hin. Ich will wissen, was da passiert. So, jetzt drücke ich mal hier R. Passiert nichts. Gehen wir die Leiter noch. Oh, Scheiße! Ach, Kacke! Ja, toll, Wurst, Frenkel. Zu blöd, den scheiß Kran hochzulaufen. So, jetzt haben wir es aber gleich.
Wir sind jetzt allerdings am Ende dieser Episode, ne? Schade. Ihr werdet es vielleicht erst in der nächsten Folge erfahren, wie es weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und dann geht's weiter mit dem Ziegensimulator. Und dann werde ich mal schauen, ob wir da noch was reißen können mit diesem komischen blauen Container. Ich sag danke fürs Zuschauen und bye bye, bye bye, bye bye.